Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch mal einen anderen Weg, wie ihr das Windows-Passwort umgehen könnt, beziehungsweise wie ihr es zurücksetzen könnt, sodass ihr wieder in euren Rechner reinkommt, wenn ihr euer Passwort vergessen habt. Ich habe dazu schon ein Video hochgeladen und da hatten ja einige Probleme, dass sich bei ihnen CMD-Fenster nicht öffnet oder so und dann einige Schritte nicht so funktioniert hatten, wie ich das gezeigt habe. Und ich hatte ja dann auch ein Update dazu hochgeladen, dass das eventuell gepatcht wurde. Und da hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, ein Programm, was da wohl auch funktionieren würde. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ich möchte euch heute mal zeigen, einen zweiten Weg, wie man das Passwort zurücksetzen kann und dann sozusagen wieder in seinen Rechner rein kann. Erwähnen möchte ich, dass das Ganze mit einem Offline-Konto nur funktioniert. Das heißt, wenn man ein Windows-Konto hat, wo man sein E-Mail-Passwort sozusagen vergessen hat, sein Microsoft-Passwort, dann geht das Video natürlich nicht. Dann muss man das über Microsoft da zurücksetzen. Man kann es natürlich probieren. Ich weiß nicht, inwieweit die Software hier das alles abdeckt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mit einem lokalen oder einem Offline-Konto auf jeden Fall funktioniert. Was ihr dazu braucht, das zeige ich euch sofort. Ihr könnt dann in den Link auf der Beschreibung klicken. Dann kommt ihr hier auf diese Website und dann scrollt ihr ganz nach unten und hier unten gibt es Download Lasersoft Recover My Password. Das müsst ihr euch runterladen und zwar unter diesem Punkt hier und dann euch auch dementsprechend installieren. Man kann auch hier sehen, dass es hier kostenlos ist und es gibt auch eine Business License, damit kann man dann sozusagen professionell mehr oder weniger die Passwörter zurücksetzen und das Ganze gibt es dann eben auch noch für Server und so weiter. Wir wollen das ja aber nur für unseren eigenen Rechner benutzen, deswegen benutzen wir hier die kostenlose Variante. Ja, ladet euch das runter, installiert euch das, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, da sich das eigentlich von selbst erklärt. Ihr habt dann auf eurem Desktop so ein Teil hier und das wird sich auch öffnen. Und ich kann das ja hier auch gleich mal öffnen. Da muss ich hier kurz immer die Szene ändern. Jetzt geht's, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt könnt ihr hier anklicken, was ihr erstellen wollt für ein Bootmedium. Und zwar braucht ihr jetzt entweder eine CD oder einen USB-Stick. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr einen USB-Stick nehmt, den ihr dann an den Rechner anstecken könnt, wo ihr das Passwort nicht mehr wisst, sodass ihr dann von dem booten könnt. Wie das geht, das zeige ich euch natürlich alles sofort. Das heißt, ihr müsstet hier drauf gehen und hier wird jetzt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr Englisch könnt, dann könnt ihr euch das hier durchlesen und dann würdet ihr das auch selber hinbekommen. Aber ich zeige euch das natürlich trotzdem. Hier wird das dann auch nochmal erklärt, wie ihr das mit der Boot-Reihenfolge ändert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch mal an. Das Problem ist nämlich, dass ihr von diesem Programm nicht so einfach auf das normale Programm kommt. Ihr müsst dann nämlich erst hier drauf drücken und dann seid ihr in dem normalen Programm. Und hier könnt ihr dann auswählen, welche Windows-Version dann euer betroffener PC sozusagen hat, wo ihr das Passwort vergessen habt oder einfach nicht mehr reinkommt. Das ist bei mir Windows 10 64-Bit. Und das ist auch dasselbe, was ich hier benutze. Das heißt, man kann einfach das hier lassen. Same as this computer bedeutet einfach dasselbe Betriebssystem wie an dem Rechner, wo ich gerade sitze. Klickt mal hier auf Next. Und dann müsstet ihr euch jetzt, weil ihr das ja auf dem USB-Stick installieren wollt, müsstet ihr hier USB-Flash auswählen. Ich habe gerade keinen USB-Stick angesteckt, deswegen kann ich das nicht auswählen. Ansonsten geht ihr dann hier drauf und wählt dann hier einen USB-Stick aus. In meinem Beispiel werde ich das Ganze aber mit einem ISO-File machen. Das heißt, ich wähle hier unten das ISO-Image aus und dann klickt ihr hier einfach nur noch auf Start und dann würde das Ganze erstellt werden. Ich breche das Ganze aber mal ab, weil ich das Ganze schon gemacht habe. Und das Ganze ist jetzt fertig und dann müsste das auf einem USB-Stick installiert sein. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr geht jetzt an euren PC mit diesem USB-Stick, wo ihr das Passwort nicht mehr wisst. Und dort müsst ihr die Boot-Reihenfolge ändern. Ich kann euch das ja hier nochmal kurz zeigen. Und zwar war das hier. Wir können das nochmal groß ziehen hier. So. Und dann wird hier nochmal erklärt, wie ihr die Boot-Reihenfolge ändert. Wenn ihr ein modernes UEFI habt, dann einfach auf System statt gehen oder auf Boot-Reihenfolge oder Boot.
und dort dann die Reihenfolge ändern, sodass er zuerst von dem angesteckten USB-Stick bootet. Das heißt, er steckt den USB-Stick an den PC, dann drückt er eben Delete F2 oder F12, um in dieses Bootmenü zu kommen, während der Rechner startet. Und dann, ich zeige euch auch gleich nochmal, wie das hier bei mir funktioniert. Dann endet ihr die Bootreihenfolge und dann startet ihr den Rechner neu sozusagen. Bei mir funktioniert das ein bisschen anders, weil ich kann natürlich meinen Rechner nicht runterfahren und euch das zeigen, weil dann bricht natürlich die Aufnahme ab. Bei mir funktioniert das ein klein wenig anders. Ich habe hier eine virtuelle Box, also eine virtuelle Maschine erstellt von Windows. Und wenn man hier auf Ändern geht, kann man hier unter System die Bootreihenfolge ändern. Und ich fange hier eben mit einer DVD an, deswegen habe ich mir vor uns auch eine ISO-Datei erstellt, denn von der würde er dann zuerst booten und kann dann auf das Betriebssystem zugreifen sozusagen. Ja, das Ganze ist aber schon offen, denn ich möchte euch natürlich zeigen, dass ich hier ein Windows oder ein Windows-System habe, was sozusagen momentan noch nicht passwortgeschützt ist. Das heißt, wir erstellen uns jetzt hier mal ein Passwort zu Demonstrationszwecken. Das heißt, wir gehen hier drauf, gehen auf Kontoeinstellungen ändern. Dann müssen wir kurz warten, bis sich das öffnet. Und dann gehen wir hier auf Anmeldeoption. Und dann müssen wir uns hier ein Kennwort hinzufügen. Das machen wir. Das nenne ich mal einfach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kennwort-Hinweis einfach Punkt, weil hier was drin sein muss. Und fertigstellen. So, das Kennwort wurde jetzt geändert und um euch das auch zu beweisen, melde ich mich hier mal ab. Oder wir sperren einfach mal, das reicht ja schon. Und wenn ich mich jetzt hier anmelden würde wollen, dann ist hier ein Kennwort und ich kann mich nicht in den Benutzertest anmelden. So wird es ja bei euch auch sein. Und jetzt kommt der Punkt, wo ihr bei euch weitermachen könnt. Das heißt, ihr fahrt erstmal den Rechner runter. Oder ich jetzt eben mein System. Ich tue hier trotzdem herunterfahren. Und dann könnt ihr den USB-Stick schon anstecken, wie gesagt. Müssen wir hier kurz warten, das dauert eine Weile. Und dann startet ihr euren Rechner neu sozusagen. So, da könnt ihr eure Finger schon mal auf F12 oder Delete oder F2 halten. Und dann muss ich hier F12 drücken. Dann komme ich hier in so ein Menü. Wie gesagt, bei euch kann das anders aussehen. Einfach dort auf Bootreihenfolge ändern gehen, Systemstart oder irgendwie so. Und dann müsst ihr eben von dem USB-Stick booten. In meinem Fall eben jetzt von der CD-ROM. Dann wähle ich hier die CD-ROM aus. Und dann müsst ihr, wenn ihr so, also ihr startet dann sozusagen von dem USB-Stick und jetzt müsst ihr hier etwas auswählen. Ihr benutzt das obere und drückt Enter. Dann startet sich das Programm und hier müsst ihr kurz warten, bis der Rechner dann wieder sozusagen wie gewohnt startet. Oder sieht zumindest aus, als würde er wie gewohnt starten. Das Ding ist aber, dass es jetzt sozusagen in ein anderes Betriebssystem startet. Und zwar in das, was auf dem USB-Stick sozusagen installiert wurde. Und dann öffnet sich hier so ein Fenster. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr wählt hier Reset Windows Passwort aus und geht hier unten auf Next. Dann fragt er nochmal, ob er das wirklich für private Zwecke benutzt. Das tut mir natürlich. Ihr wählt hier Ja aus. Dann könnt ihr hier sozusagen eure Windows-Version auswählen. Das liegt einfach daran, dass man ja auch mehrere Windows-Versionen auf einer Festplatte installiert haben kann. Das ist bei mir schon ausgewählt. Da kann man hier das Passwort zurücksetzen, Next klicken und dann seht ihr hier die Accounts, die sozusagen auf eurem Rechner, wo ihr das Passwort nicht mehr wisst, existieren. Und da gibt es mehrere, auch wenn ihr nur einen habt, ich hatte ja auch nur einen, werden hier mehrere angezeigt. Das sind die Standard-Accounts, die Microsoft sozusagen von Haus aus erstellt, die aber nicht zu sehen sind. Bei uns ist es jetzt der Account Test, wo wir das Passwort nicht mehr wissen. Das heißt, wir wählen diesen aus, gehen hier unten auf Next und dann kann man mit diesem Button hier unten links sozusagen das Passwort zurücksetzen. Man könnte hier auch auf Change drücken, dann kann man das Passwort ändern. Allerdings braucht man dann eine
andere Version von dem Programm. Das heißt, wir drücken hier einfach auf Reset Unlock. Dann steht hier, the password was reset successfully. Das heißt einfach nur, dass das Passwort jetzt zurückgesetzt ist und es jetzt kein Passwort mehr gibt. Das heißt, wir gehen hier auf OK. Dann könnt ihr mit Finish das Ganze beenden. Dann gehen wir unten auf dieses Windows-Symbol und Reboot Computer und drücken einfach OK. Jetzt müssen wir wieder F12 auswählen. Haben das Ganze natürlich verpasst. Bei mir geht das schnell. Ich muss nur Escape drücken und kann dann neu starten. Und jetzt könnt ihr sozusagen die Bootreihenfolge wieder rückgängig machen, dass es wieder von der Festplatte bootet. Oder ihr tut einfach den USB-Stick wieder abziehen. Und dann wird von der Harddisk, also von eurer Festplatte, wieder gebootet. Die wähle ich jetzt auch mal aus. Und dann startet Windows wie gewohnt in die normale Oberfläche. So, das Ganze ist jetzt gestartet. Und ihr könnt jetzt hier sehen, wenn ich das Ganze jetzt hier sozusagen hochschiebe, kann ich mich hier einfach anmelden, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Das liegt einfach daran, weil wir es gerade entfernt haben. Ihr geht hier auf Anmelden und ihr seid wie gewohnt in eurem Windows-Account drin, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Jetzt könnt ihr natürlich hier wieder ein Passwort erstellen und das alles wieder einrichten. Und ihr seid in dem PC drin. Ja, ich hoffe, das Ganze funktioniert bei euch diesmal so, wie ich es euch gezeigt habe. Wie gesagt, macht das Ganze mit einem USB-Stick, steckt den USB-Stick dann, wenn das fertig erstellt wurde, in den Rechner rein, ändert die Bootreihenfolge, startet von dem USB-Stick, befolgt die Schritte so, wie ich es euch gezeigt habe und dann solltet ihr auch wieder in den Rechner reinkommen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst oder schreibt doch auch mal unten einen Kommentar rein, ob es bei euch funktioniert hat. Ein bisschen Feedback ist immer schön. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.